Beim T-Rex bekomme ich Streugeschosse. Das ist auf jeden Fall kein Zufall. Ich muss den töten. Ich brauche auch keine. Okay, ich denke mal, ich werde auch keine Betäubungspfeile brauchen. Ich probiere es einfach mal aus jetzt. Ja. Ich lasse es. Nein, wir müssen jetzt gucken, ob wir das. Die Karte hier brauche ich doch. Ich kann es ja nicht sein lassen. Und dann kommt dieser Arsch wieder durchs Fenster und ich muss gucken, ob ich ihn betäuben kann. Verarscht ihr mich jetzt gerade? Jetzt kommt er nicht mehr. Ich check's gerade nicht. Moment. Der kam nicht umsonst, als ich hier gestanden habe. Da ist irgendwas. Hier ist eine Gedenkmedaille ausgestellt. Darunter befinden sich zwei Schlösser, in die Schlüssel gesteckt werden. Das ist richtig. Er kommt einfach nicht mehr. Haben wir jetzt hier in dem Spiel einfach ganz viele Fenster und er kommt einfach zufällig mal angeschossen? Ist es so? Das wäre schon krass. Schon irgendwie geil. Aber auch sehr belastend, wenn das der Fall ist. Der Kommunikationsraum. Ich muss gerade nochmal abchecken. Ich weiß nicht mehr irgendwo. Ne, hier war das nicht. Oder Moment, was haben wir denn hier? Können wir da irgendwas benutzen? Wir haben jetzt so viele Sachen gefunden. Ey, da blickt doch kein Schwanz mehr durch. Nein, komm schon. Ach, das Menü ist so anstrengend. Okay. Dann wird das auch nicht das Richtige hier sein. Okay, scheiß drauf. Da müssen wir hier schon mal nicht lang. Das heißt, die Tür können wir schon mal abhaken. Nee, Bull kam gar nicht erst an. Der hat die Hosen gestrichen voll. Wenn jetzt hier ein Raptor kommt, ey, das ist auch wieder so eine ganz komische lange Strecke mit seltsamer Kamerafahrt. Da wird irgendwann wird da was passieren. Okay, also hier können wir gar nichts machen. Dann haben wir den Bereich schon mal abgehakt. Wäre cool, wenn man jetzt auf der Karte so Bereiche einfach markieren könnte als abgehakt oder sowas. Eine elektronische Tür. Wir hatten irgendwo eine gehabt. Irgendwo haben wir so ein scheiß Gerät gehabt, wo wir die Karten reinstecken konnten. War das hier drin gewesen? Nee, da war die Bar. In der Bar konnten wir gar nichts mehr machen, ne? Da gab es nur die Infos mit den Chemikalien. Haben wir ja schon mal reingeschaut? Nee, was ist denn das hier? Nee, die Bar ist wirklich extrem unbrauchbar. Okay, also die Bar ist es auch schon mal nicht. Ne, da wird auch nichts mehr sein. Gleich kommt Dennis. Nedry oder was? Okay, das heißt, der ganze Bereich hier ist eigentlich komplett abgehakt jetzt. Da können wir wieder raus. Die Tür ganz unten rechts haben wir auch fertig. Da habe ich nämlich Kevin erschossen. Gott möge ihn segnen. Dennis, das Kamel. Wie viele Kamele habt ihr jetzt inzwischen? Ich dachte, es gibt nur Kevin und. Wie ist der andere? Zwei Stück, dachte ich, gibt's nur. Ah, die Vorhalle. Vorhallen sind.
sind doch eigentlich meistens. Aha. Ich muss ganz zurück zu dem Typen. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich muss zu dem Typen, der in der Zentrale hockt, oder nicht? Ja, okay. Was haben wir denn da noch? Da ist auch noch ein Schalter und eine Tür. Oh. Aber da bin ich hergekommen, oder? Okay. Geklärt. Okay. Ja. Wo haben wir denn? Ach komm, jetzt fällt hier alles um. Wo bin ich denn jetzt aber? Bereich F. Ich bin, wo bin ich? Zielpunkt. Ich habe das schon verstanden, aber wo bin denn ich? Das hilft mir nicht weiter. Das sind. Ach, kommt, Leute, ey. Ich will da einfach mal reinkommen. Das Gerät an der Tür überprüfen. Das ist doch das hier. Och Mann, N haben wir aber nicht. Haben wir ein N? Wir haben kein N. Nee, wir haben auch kein N. Ach so, oh, wie dumm kann man eigentlich sein? Du bist bei Blau, danke. Ey, das ist ja krass. Okay, gecheckt. Ich sehe aber halt nur nicht, in welche Richtung ich laufe. Das sollte kein Problem. Ich muss auf jeden Fall muss ich nach rechts. Das heißt, ich muss hier in diese Tür rein. Lauf um dein Leben. Gott sei Dank habe ich, und jetzt Triggerwarnung, Gott sei Dank habe ich Kevin getötet. Der wäre jetzt mein Ende gewesen. Sag mir nicht, er lebt wieder. Verschwinden die Leichen hier? Das war übrigens die falsche Richtung. Also ist Kevin doch umsonst gestorben. Naja. Ey, ich bin auch nur ein Mensch, ne? Jeder macht mal Fehler. Du bist bei Blau, ja, ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. Die Striche sind die Treppe. Ja. Komm, kriegen wir noch hin. Halbe Stunde, kriegen wir noch irgendwas gebacken jetzt. Jetzt, aha. Jetzt sind wir bei den Fenstern aber wieder, ne? Die Fenster, wo ich noch gemeint habe, die brechen auf jeden Fall ein. Wir können auf gar keinen Fall jetzt hier irgendwie Stress mit jemandem anfangen. Wir müssen hier einfach durchhacken. Hack, hack. Wir müssen da rein, oder? Nein, müssen wir noch nicht. Okay, da geht's eh nicht durch. Die ist noch geschlossen. Alles gut. Oh, fickt euch doch einfach. Nichts passiert. Ich will da nicht hin. Es ist doch wieder, als ob da jetzt nichts auf mich wartet. Was war denn das hier? Ach so, dieser Raum mit den Wachen. Ja, okay. Ich bin doch falsch gelaufen, sehe ich gerade. Ich muss. Könnt ihr die Maus eigentlich sehen? Nee, könnt ihr, ich kann die selber nicht sehen. Auf der Karte seht ihr nämlich, dass eine Tür ist auf der linken Seite von dem Raum eingezeichnet. Ja, von rechts komme ich da auf gar keinen Fall durch, weil Wand. Und von unten komme ich da auch nicht durch. Ich muss. Ah, Mist. Ja, okay, gut.
Wenn ich aber jetzt eh schon mal hier bin, kann man doch mal nach Munition suchen. Komme ich da jetzt irgendwie durch mit meinen Karten? Kann das sein, dass ich das wenigstens machen kann? Komm schon. Immer noch nicht. Cool. Da war ich schon drin. Da habe ich, glaube ich, alles abgeerntet soweit. Ach, komm schon. Bist du morgen auch live? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Wäre ganz cool, wenn ich es schaffen würde. Ich muss jetzt ganz außen rumlatschen. Oder auch nicht. Wieso hat er mir dann diese Tür hier freigemacht? Oder ist es einfach nur für später schon? Nee, nee, nee. Ich muss wirklich von links irgendwie da eine Tür finden, wo ich da reinkomme. Mein Gedanke ist doch richtig, oder sehe ich das falsch? Ich muss von der linken Seite auf jeden Fall da durchgehen. Bin ich fest von überzeugt. Das heißt, wenn ich jetzt gerade auslaufe, Sekunde, wo ist die Karte? Wenn ich jetzt gerade auslaufe, komme ich nach links. Da ist noch eine Tür versperrt. Eventuell komme ich da jetzt aber durch. Ha. Ich habe keine Ahnung, was stimmt. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, mit Ark wollten wir auch noch anfangen. Jetzt haben wir aber halt noch Jurassic Park Island Attack und das Spiel angefangen, Dino Crisis. Wenn ich mit Jurassic Park 3 Island Attack durch bin, wird das wesentlich angenehmer werden. Kannst du nicht an dem Terminal mit dem roten Rand was machen oder nicht? An dem Terminal mit dem roten Rand. Wo war das denn, das Terminal mit dem roten Rand? Du meinst jetzt hier auf der Karte oben links oder was? Hier. Aha. Okay. Geschafft. Gott, war das leicht. Und jetzt geradeaus durch oder was? Hier gibt es schon wieder verschiedene Möglichkeiten. Ne? Nee, eine Tür geradeaus und eine nach rechts. Ja, Neugier, komm. Vielleicht bekommen wir irgendwo noch. Energie, das ist auch wieder Munition. Munition haben wir jetzt hier wirklich en masse. Da ist scheinbar niemand drin. Wäre jetzt auch krass, wenn da einfach ein Raptor am Kacken wäre. Na, oh, ich will nicht in den Schacht. Ich will das Päckchen mitnehmen. Hallo. Ich wollte doch nur das Päckchen mitnehmen. Runter da. Die Alte mit ihren Schächten, ey. Morgen um 18 Uhr, ja, mach 19 Uhr draus, weil dann schicke ich die anderen auch noch hinterher. Blutstiller. Bisschen spät, aber besser als nie. Wir merken uns mal, dass wir hier oben rein können, auf jeden Fall. Und gucken mal. Was hier hinter ist. Okay, ich muss also oben durch. Na, ist doch okay. Wenn eine Tür zu ist und die andere ist geöffnet, ist immer eine schöne Sache. Weil das dann nämlich alles nicht ganz so kompliziert abläuft. So, hochklettern, ja, bitte. Ich laufe jetzt. Warte mal, wo ist denn die Karte? Nee, falsch. Ich laufe jetzt wirklich den Gang lang, tatsächlich. Und dann komme ich in der Mitte wieder raus, da wo ich hin muss. Geiler Scheiß. Aber ich schätze mal, das wird nicht ohne Gefahren funktionieren, oder? Oder doch?
Okay. Moin, Servus. Might Nightmare. Nightmare, nicht Nightmare, Nightmare. Oh, ich blasse euch alle. Okay. Okay, das war wirklich hilfreich. Ey, da liegt ein Arm. Es kann nötig sein, mehrere Stecker zu haben. Ja. Punkt. Ohne weiteren Kontext. Mach einfach mal auf alle Schalter drauf drücken. Oh. Ich kann hier also auch Fallen aktivieren. Das ist ja echt schnieke. Vorlesungsraum. Ist das hier BIOS denn oder was? Ey, das ist ja wie eine Uni eingerichtet. Hallo, liebe Studierenden. Ich blute. Wie kann ich denn... Das kann ich gar nicht nehmen. Okay. Da liegt ein Schlüssel. Was erzählt sie denn zu dem Zeichen hier? Komm mal her. Eine Militärflagge. Das war's schon. Ich schätze mal, die Flagge ist aber nicht... Nicht vom normalen Militär. Ein Schlüssel. Ey, Hilfsgenerator, Raum B. Sehr schön. Noch. Oh Mann, ich will das nicht. Ich finde es jetzt blöd, was hier passiert. Danger, was muss ich tun? Wow. Das war schon echt geil. Ja, Gail hat mir gerade schon den Arsch gerettet. Was ist das? Noch eine Echse, jawohl. Aber Rick ist wahrscheinlich tot, könnte ich mir vorstellen. Ja, am besten wir trennen uns. Sehr gut. Sehr gut. Da ist er genau. Guckt ihn euch nochmal an in Ruhe. Ey, die Betäubungspfeile sind geiler als der andere Scheiß. Der nämlich einfach gar nicht geholfen hat. Betäubungspfeile. Ich habe aber auch, Mann, ich habe einfach nichts, nichts, um mich mal irgendwie heilen zu können. Toll. Und draußen haben wir noch einen Raptor. Der ist nämlich nicht tot da draußen. Noch nicht. Oder was, was, was? Der lebt immer noch darum. Haben die nicht geschrieben, dass die Pfeile nicht so lange wirken, dass die halt dafür direkt... Okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Humpel um dein Leben. Humpel um dein beschissenes Leben. Ey. Tschüss. Na, komm, mach's wieder an. Mach das wieder an. Sie kann das einfach nicht mehr anmachen. Ach komm, ey. Exit geschafft. Scheiße. Dass die aber auch die Türen öffnen können, das ist schon ein bisschen belastend. Ist klar. Noch einen habe ich. Warte mal, da kann ich doch aber neue mixen. Kann ich da neue mixen? Ich muss neue mixen können. Komm schon. Nicht das. Betäubung, mixen. Mit Betäubung? Was? Wo? Oh.
Okay. Verstehe ich zwar nicht, aber ich habe jetzt wieder mehr Pfeile, um sie auf die Dinos zu schießen. Jetzt haben wir L. L ist in der Regel besser als S. Ich wette, die halten einfach jetzt wesentlich länger. Ja. Ein Gerät, das die Daten einer ID schreiben kann. Okay, B1 in diesem Terminal registrieren. Um Daten schreiben zu können, benötigst du eine ID-Karte. Die habe ich doch. Habe ich die auch nicht? Doch. Moment. Ich habe halt echt keine. Ich habe so viel Scheißdreck, aber keine ID-Karte. Ja, ich habe es verstanden. Nein, geht nicht. Alles gut. Okay, die Karte zeigt mir wieder nicht an, was ich machen muss, aber ich kann mir mal den Ort da oben mit dem S merken, weil da habe ich immer gespeichert und da war auch irgendwo der richtige Weg. Ah, ich bin hier richtig. Okay, das war jetzt wirklich Glück im Unglück. Ich hasse diesen Gang. Ich hasse diesen Gang so sehr. Wir kommen auch viel zu oft zu diesem Gang zurück. Das Spiel will mir jetzt hier sagen, ja, du kannst dich ja sicher fühlen. Und irgendwann gibt es dann so einen Schlag in die Fresse. Und da kommt dann irgendwie so ein Saurolophus-Saurus durchgehüpft. Da müssen wir auf jeden Fall schon mal nicht hin, da kommen wir ja her. Aber, nee, komme ich auch nicht hin. Quatsch. Es ist nicht euer Scheiß Ernst. Tschüss. Einfach ein verschwendet, ey. Das war also die Tür von der Seite. Jetzt habe ich erst gecheckt. Okay. Ich habe jetzt hier also so einen Rundgang freigeschaltet. Das Problem ist aber, ich habe, die meisten Saurier jetzt nur betäubt, ne? Ich habe viel zu viele gekillt. Ich hätte mir Munition zum Killen mal aufheben müssen. Wir müssen jetzt zum Steuerungsraum hier zu unserem Spezialisten kommen. Ah, der Raptor da hinten ist aber auch nur. Nee, der ist tot. Ja, stimmt. Kann man jetzt hier irgendwas reißen? Ne, wir haben immer noch kein N, haben wir immer noch nicht, ne? Ne, okay, dann kommen wir da auch noch nicht durch. Ja, okay. Vergiss es. Ja. Ich merke das langsam selbst, das stimmt. Es kommen mir gerade ganz dunkle Abgründe von mir auf. Im Verwaltungsbüro werden wir jetzt Folgendes machen, Leute. Wir werden jetzt hier erstmal speichern. Oder einen Schalter betätigen. Aha. Im Bild ist eine Mail, Titel Mitarbeiter, Fortbildung. Ja, hau mal rein. Bitte informieren Sie den neuen Mitarbeiter der Abteilung über das DDK-System. Finde ich voll behindertes System. Der digitale Disk-K, DDK, okay. Sichert unsere wichtigen Bereiche mit einem modernen Schließmechanismus. Um diese Schlösser zu öffnen, platzieren. Was? Um diese Schlösser zu öffnen. Platzieren und nutzen Sie die folgenden zwei Geräte. Okay, Sekunde. Beim Schloss nahe der Tür. DDK Code Disk X. Haben wir den? Weiß ich nicht. Oh, das andere Ding haben wir aber, glaube ich.
Der DDK-Typ, den Sie brauchen, ist auf der Tür vermerkt A oder B, okay? Wenn Sie nicht den richtigen DDK-Typ haben, geht die Tür nicht auf, macht Sinn. Bevor Sie anfangen, stellen Sie sicher, dass Ihr DDK-Typ die richtige für eine Tür ist. Na gut, das waren jetzt quasi die Tipps, die ich vorher schon gebraucht hätte. Die haben wir jetzt erst bekommen. Wir bräuchten mal Energie. Was ist denn da eigentlich los jetzt hier? Spielstand speichern. Ich würde sagen, wir speichern den Spielstand. Spielstand auf Speicherkarte A. Noch 5 Continues übrig. Was heißt das? Dann lassen wir raus, oder was?